Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Deckelmann. Tja, in Zeiten der Corona-Krise kann man dann auch mal Sachen machen, weil man die ganze Zeit Homeoffice hat, wo man sagt, man muss da nicht genau planen. Also vor, ich glaube, 2 Wochen oder sowas rief mein Servicepartner an, beziehungsweise vorher rief der Audi-Kundendialog an. Scheinbar hat mein Video zum Thema Connect oder Unzufriedenheit mit dem Connect bei Audi einige Wellen geschlagen. Es wurde mir auch von einem Mitarbeiter, der bei Audi arbeitet, so gesagt, dass dieses Video zumindest auch geteilt wurde, das heißt also ein gewisses Gehör gefunden hat. Ja, also da rief der an und sagte, ja, mein Servicepartner würde sich mit mir in Verbindung setzen bezüglich eines Termins zum MMI-Update und auch irgendwie Connect-Update und dann ja, rief dann der Servicetechniker an und sagte, ja, lass uns mal einen Termin machen hier. Da liegt also jetzt ein Update vor. Also ich kriege jetzt wohl auch, kann mich nicht mehr wehren, das große MMI-Update. Also da, wo die Schnellladeinfrastruktur und die Ladeplanung dann auch eine andere sein soll. Da soll dann wohl auch irgendwas mit dem Connect überprüft werden. Keine Ahnung, wird sich zeigen. Dazu ist dann noch irgendeine Lösung dafür, die... ja, dieses Schiebebetriebsruckeln soll auch nochmal eine Lösung kommen. Also bei mir ist es ja ein bisschen besser, aber halt nicht komplett weg. Und ja, das wollen wir mal schauen. Ja gut, also der Händler, der Servicepartner hätte jetzt das Fahrzeug auch abgeholt. Das heißt mit einem Hol- und Bring-Service. Aber irgendwie in diesen Zeiten der Corona-Krise, weiß ich ja auch nicht, ist man ja eigentlich froh, wenn man das Haus mal verlassen kann und mal einen richtig schönen, interessanten oder auch längeren Weg vor sich hat. Also ich persönlich finde das auf jeden Fall so, weil ich ja komplett im Homeoffice arbeite. Also ich bin privilegiert, dass ich komplett arbeiten muss. Ich habe sogar eigentlich mehr Arbeit als vorher, kann aber von zu Hause im Homeoffice alles machen. Aber irgendwie seit 5 Wochen mache ich das ja nur und so, oder schon über 5 Wochen. Da ist man dann wirklich froh, wenn man mal eine sinnvolle Fahrt machen kann. Ja, und deshalb habe ich gesagt, nö, brauchst du nicht. Ich komme dann einfach mal bei dir vorbei. Ja, bekomme dann einen kostenlosen Leihwagen und fahre dann halt wieder nach Hause und habe dann nachmittags nochmal die schöne Fahrt zurück. Die Hoffnung war eigentlich, dass die Audi Sportback haben als jetzt Vorführwagen schon. Das hat sich aber leider nicht so rausgestellt. Das heißt, da hätte ich nämlich den gerne mal gefahren. Ja, insofern bin ich jetzt also auf dem Weg zum Audi-Händler. Wie steht das mit dem Thema Connect? Ja, also ich blende euch jetzt mal kurz was ein. Ja, das war also der Connect-Abruf heute Morgen. Da konnten weder die Statusverträge, also sprich was vom Kundenkonto, noch vom Fahrzeug abgerufen werden. Ja, da hat sich wohl scheinbar in der letzten Zeit nichts geändert. Bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich besser wird zu dem Zeitpunkt, wenn ich jetzt ein Update hier drauf habe. Auf das Update bin ich insgesamt gespannt. Ja, und insofern fahre ich jetzt zu meinem Servicepartner. Ja, und meld mich dann mal, ob ich hinterher eine Veränderung festgestellt habe. So, das ist übrigens der Leihwagen. Das ist irgendwie Audi, irgendwie SQ2, ganz viele Auspuffrohre. Ja, fährt sich wie jedes S-Modell, was ich irgendwie schon gefahren bin. Ein kleines bisschen hektisch, würde ich mal so sagen. Also, das heißt, er ist unheimlich sportlich und ja, obligatorische Maske. Ja, das ist so. Ja, und so hört sich das dann an. In so einem SQ irgendwas. Ja, ich werde jetzt mein Auto wieder abholen. Dann schauen wir mal. Ja, jetzt zurück in meinem e-tron. Ja, fällt mir irgendwas auf, ehrlich gesagt. Außer dass beim MMI-Update scheinbar so ein paar von diesen Shortcuts, die man sich angelegt hat, verloren gegangen sind. Da ist jetzt eigentlich nur noch die Heimatadresse, also da wird wohl irgendwas zurückgesetzt und man hat dann irgendwie da seine Favoriten verloren. Das ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Ja. Außer dass das Auto wunderschön gewaschen ist nach diesem ganzen gelben Blütenstaub, der haben sie dankenswerterweise gewaschen und vor allen Dingen haben sie ihn auch an Lader gehängt und ich habe jetzt wenigstens kostenlos noch den Strom gekriegt.
Naja, mal gucken. Ich werde gleich mal die Navigation ausprobieren, ob sich da was getan hat. Ja, also schauen wir mal, ob sich da was geändert hat. Also er sagte, die Batterieplanung will er durchführen. Ich habe jetzt einfach mal gesagt, ich fahre jetzt nach Hannover. Also das ganze Display, das sieht jetzt ein bisschen schleimiger aus. Und sieh mal, deiner guckt mich an. Er erkennt jetzt schnelles Audi-Laden, 350 Kilowatt. Er sagt jetzt sogar auch, 51% komme ich an, 14 Minuten muss ich laden und komme dann an der Kattenbruchsdrift mit 20% an. Ja, so stellt man sich das vor. Und so sollte es sein. Na, ich bin mal gespannt, wie sich das zeigt, ob der das jetzt bei allen seinen Fahrten vernünftig einplant. Weil teilweise ist es ja wirklich sehr merkwürdig gewesen. Ja, das kleine SQ2 Mini-Geländewagen Highspeed-Gerät, was ich da gehabt habe, ja, wie schon gesagt, fährt sich ein bisschen ruppig. Ja, habe jetzt mal so da mal geguckt, hat sich übrigens einmal bergrunter, einmal bergauf, hat sich im Schnitt gemischt 9 Liter reingeschüttet. Also würde ich jetzt mal so sagen, das schon ganz ordentlich. Das ist eigentlich nur maximal 70, ganz kurzes Stück Autobahn. Ja, also das war schon, ja, fand ich schon ganz schön viel, was er sich da reingepfiffen hat. Ja, aber das Schöne an der Sache, der Leihwagen war kostenlos. Ja, die Ladeanzeige ist auch neu. Das war früher mehr einheitlich. Jetzt haben sie hier auf jeden Fall auch so ein zwischen 80% und 100% so einen Langstreckenbereich gekennzeichnet. Das war vorher nicht so, da gab es eher so was Graues, das konnte man so nicht genau erkennen. So, neu ist auch, wenn man hier mal drauf geht und man sagt hier Sonderziele, dann gibt es jetzt hier diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, ich möchte HPC laden und dann sucht er halt die nächstgelegenen HPC-Lader, das heißt Ionity, Ulixer Heide, und so weiter und so fort. Also das ist jetzt, hier sind auch, da erkennt man das, die sind auch frei. Wenn man da jetzt mal drauf geht, dann sagt er, okay, 24 Stunden ist das da und dann kann man sich ja noch irgendwelche Details anzeigen lassen. So, das ist Ionity, so, und da erkennt man dann, das sind also CCS-Charger, die sind kostenpflichtig, 24/7 und man erkennt hier, das sind 4 Lader und die sind auch alle frei. Also das ist jetzt schon so ein bisschen, denke ich mir mal, nehmen wir mal den hier, ob der da das genauso kann. Da kann er auch die Details zu, jetzt lädt er die Details online abgerufen und da sagt er, okay, ich habe einen 375 Ampere Lader, 400 Volt, der ist frei, Bezahlung ist kostenpflichtig und hier unten sagt man auch, wie sind denn da die Zahlungsmethoden? Also das finde ich jetzt, und er hat auch tatsächlich alle, die jetzt hier so in der Nähe sind, also eine RNBW hat er im Endeffekt, da gibt es auch Details zu. Ja, und da sieht man halt, okay, das ist, einer ist belegt und 3 sind halt frei. Das heißt, ein Combined CCS, also CCS hier, 400 Volt, 375 Ampere, da erkennt man immer, sind es High-Performance-Charger oder nicht. So, also da würde ich sagen, das ist schon mal ein riesengroßer Fortschritt gegenüber vorher, wo man 50 kW Lader bekommen hat. Und man dann auch nicht wusste, sind sie frei oder sind sie nicht frei. Also das scheint jetzt hier ganz hervorragend zu laufen. Ich versuche das gerade mal. Das mit den DC-Ladern im Endeffekt auch geht. Hier erkennt man zum Beispiel, naja, also ich habe hier gesagt, okay, ich will hier meinen Sonderzielen. Wie man hier sieht, das ist immer noch eine Tankstelle mit so einem Rüssel. Hätte man auch einen Stecker machen können. Okay, bei DC-Laden ist es auf jeden Fall so, dass er alles nimmt. So, und dann nehmen wir hier einfach mal, so, da gibt es also auch welche, da hat er unbekannt, aber wenn wir zum Beispiel den hier nehmen und sagen, okay, zeig mir mal bitte die Details dazu. Ja, da erkennen wir dann sowohl, der Typ 2 ist frei, ob der 32 Ampere hat oder 16 Ampere hat und ob der andere auch frei ist. Auch da sehen wir dann, wie es ist. Also
dann gucken wir uns noch an, kann er das denn auch für die AC-Ladesäulen, Sonderziele. Jetzt nehmen wir mal das AC-Laden. Okay, jetzt nehmen wir hier mal unsere EVL-Ladestation, die hier in Leverkusen ist. Da gibt es ein Detail zu. Und auch da weiß er, ob sie frei sind oder belegt. Also das ist jetzt richtig gut gelöst. Das heißt also, bei allen Lademöglichkeiten kann ich mich vorher informieren, sind sie frei. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob er denn auch irgendwie das so sagen würde, wenn sie denn kaputt wären. Also das könnte natürlich auch noch sein. Aber das ist auf jeden Fall für die Routenplanung deutlich besser als vorher. Ja, wir versuchen jetzt mal ein paar kleine Navigationsbeispiele zu finden, wie er denn da sich so verhält. Navigiere nach Hamburg. Die Ziele werden gesucht. Bitte warten Sie einen Moment. Also dann fahren wir mal nach Hamburg Zentrum. Die Zielführung wird gestartet. So, er plant jetzt. Die Route jetzt wird berechnet. Seine Route müsste feststellen, es reicht nicht. Route. Ja, dann sagen wir okay. Dann erstellt er mir jetzt einen individuellen Tourplan. Okay, er sagt jetzt, ich fahre direkt von hier aus nach Dammerberge. In Ionity Dammerberge komme ich mit 15%, lade 28 Minuten. Ja, das ist schon mal in Ordnung. So, dann machen wir es mal ein bisschen komplizierter für ihn. Navigiere nach Berlin. Bitte warten Sie einen Moment, während ich nach Zielen für Sie suche. Bitte nennen Sie mir jetzt weitere Suchbegriffe oder wählen Sie... So, wir nehmen Berlin. Die Zielführung wird gestartet. Okay, jetzt macht er seine normale Navigationsplanung, plant seine Route. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. So, dann schauen wir mal, was er jetzt für eine Ladeplanung macht. Ja, dauert schon einiges. Okay, seinen ersten Lader hat er gefunden. Wir scheinen auf jeden Fall oben rumzufahren über die A1 Richtung Berlin, also nicht über die A2. Ja, ach so, er ist schon fertig. Okay, also er plant zwei Ladestopps ein. Ja, auch da ist nichts gegen zu sagen. Da kann man nicht meckern. Brechen wir das mal ab, machen wir es noch mal ein bisschen schwieriger. Navigiere nach Rom, Italien. Bitte warten Sie einen Moment, ja, während fahren ich wir mal nach Rom Zentrum. Die Zielführung wird gestartet. Die Route wird berechnet. Ich denke mir mal, da wird er jetzt ein bisschen länger verbrauchen. Das war zum Beispiel sowas, das war vorher gar nicht zu planen. Also da hätte man nicht einen Weg nach Rom gemacht, sondern man hätte einen Urlaub nach Rom gemacht, weil wir da so viele 50 kW Lader drin hatten. Also da wäre man, glaube ich, gefühlt 4 Tage gefahren, um nach Rom zu kommen. Okay, sind 1412 Kilometer. Schauen wir mal, was er da für Stops einplant. Ersten hat er schon mal gefunden. Okay, 175 kW Lader. Danach nehmen wir irgendwie Malberg West. Dann Gotthard Süd.
2029 und jetzt fehlt wahrscheinlich noch einer. Ja, noch nur 100. Go fast 100 kW. So, schauen wir mal. Ganz vom Ende hat er dann halt noch einen 50 kW Lader eingeplant. Ja, okay. Also, auch das funktioniert. Also, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist jetzt, finde ich schon, eigentlich ganz ordentlich gelöst. Und wie stellt das dann auch irgendwie dar? Schauen wir mal hier. Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ja, sehr gut. So, okay, und da sagt er dann, das ist dann der erste Charger, zweiter Charger, dritter Charger. Und so sieht das Ganze dann auf der Strecke aus. Ja, also, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ich vergleiche das gleich mal mit dem Better Route Planner. Ja, hier erkennt man jetzt, dass die Planung im Better Route Planner konservativer ist. Auf der linken Seite ist die Fahrt nach Hamburg. Da plant er mir drei Ladestops ein, die ich definitiv bei meinem Verbrauch nicht brauche. Und auf der anderen Seite ist es die Fahrt nach Rom. Da muss ich sagen, plant er mir auch mindestens einen Ladestopp zu viel ein, weil ich auch auf dieser Strecke diese Anzahl von Ladestopps nicht brauche. Also insofern ist sogar die Ladeplanung vom e-tron an der Stelle besser als vom Route Planner. Ja, also ich würde mal sagen, das ist durchaus eine Verbesserung beim Navigationssystem. Das ist ja jetzt so ein bisschen von der Struktur her vergleichbar mit der Tesla-Planung. Also ich bin da wirklich zufrieden mit, ob sich das in der Praxis dann so bewahrheitet. Das wird sich dann allerdings zeigen, ob ich dann meine Better Route Planner eigentlich einpacken kann. Ja, gleichzeitig hat sich das Thema Connect soll sich jetzt verbessert haben. Es ist da irgendwie ein Update auf die eSIM-Karte oder die Verarbeitung der eSIM-Karte gekommen. Also ich zeige euch mal, wie das heute Morgen vor dem Service aussah. Da sah das nämlich folgendermaßen aus. Also weder das Fahrzeug war zu erreichen, noch die Serviceverträge waren zu erreichen. Also anhand der drei Dinger sieht man im Endeffekt, dass ich es dreimal abgerufen habe. Gut. Und ja, also nachdem jetzt die Updates auf die eSIM-Karte gemacht wurden, ich kann jetzt keine Langfristerfahrung berichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es nur gerade eben einfach mal abgerufen. Da stellt sich das so dar. Man erkennt halt, der Abruf war möglich und vor allen Dingen war er auch innerhalb von Mikrosekunden möglich. Insofern, ja, aktuell würde ich jetzt sagen, hat das Update richtig was gebracht und bin mal gespannt, ob das so bleibt. Okay, das soll es in der Kürze nur gewesen sein. Bis dann, euer der Kimmelmann.